Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Stadträte, lieber Matthias Puhle, lieber sehr geehrter Herr Professor Lück, sehr geehrter Herr Buri, lieber Herr Wanderau, sehr geehrter Herr Vorsitzender und Mitglieder des Vereins Denkmal Magdeburger Recht. Im 14. Jahrhundert waren die Magdeburger überzeugt, dass sie ein Denkmal ihrer städtischen Privilegien und ihres Stadtrechts auf dem Alten Markt gegenüber dem Rathaus hätten. Den Magdeburger Reiter, der heute hier im letzten Jahr frisch restauriert im Kaiser-Otto-Saal steht. In der Annahme, dass er ins 10. Jahrhundert in die Zeit Ottos des Großen und seines Sohnes datiere, sahen sie in der Darstellung das Unterpfand des Kaisers, das Leibzeichen, wie es in der Schriftquelle heißt, und zwar in der Glosse zum sächsischen Weichbildrecht, das Unterpfand der Privilegien und Rechte, die der Stadt beginnend mit Otto dem Großen und seinem Sohn Otto dem Zweiten verliehen wurden. Heute ist Magdeburg als Gemeinde eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Rechte und Pflichten Magdeburgs, jetzt komme ich in einen Bereich, wo die Juristen hier im Saal viel besser sich auskennen als ich, sind im Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts festgeschrieben. Hierfür brauchen wir kein Denkmal, das diese Rechte manifestiert, denn sie sind uns heute selbstverständlich und sie sind für alle Städte in Deutschland mehr oder weniger gleich. Wenn es also heute in Magdeburg Initiativen zu einem Denkmal des Magdeburger Rechts gibt, dann ist es die Intention sicher nicht, einen besonderen Rechtsstatus zu beanspruchen, sondern die Intention ist vielmehr, eine große historische Leistung zu würdigen, die auf das Engste mit der Stadt Magdeburg verbunden ist und die gleichzeitig durch die Verbreitung des Magdeburger Rechts eine internationale und europäische Dimension hat, die uns heute noch Ansporn sein kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein von mir sehr geschätzter polnischer Kollege Michał Niesabitowski, Direktor des Historischen Museums in Krakau, sagt: Geschichte ist Energie. Die tiefe Wahrheit dieses Satzes entdecke ich immer mehr. Diese Energie, die spüre ich, wenn wir gemeinsam mit Herrn Professor Puhle und Herrn Professor Lück überlegen, wie wir das Magdeburger Recht und seine Städte für die Bewerbung Magdeburgs als Kulturhauptstadt Europas fruchtbar machen können. Diese Energie spüre ich, wenn wir und meine Kollegen hier aus dem Haus gemeinsam mit Kollegen aus den Ländern des Magdeburger Rechts überlegen, wie eine Ausstellung zum Magdeburger Recht konzipiert sein sollte, damit sie für heutige Besucher attraktiv und vor allem auch anregend ist. Und diese Energie spüre ich auch, wenn sich ein Verein in unserer heutigen Zeit das Ziel setzt und auf den Weg macht, in der Stadt von heute ein Denkmal für das Magdeburger Recht zu errichten. Ich bin gespannt auf den heutigen Abend, wünsche der Unternehmung viel Erfolg und freue mich, dass das Kulturhistorische Museum mit seinem Kaiser-Otto-Saal der Ort dieser Veranstaltung ist. Vielen Dank. Liebe Frau Dr. Kösters, erstmal ist uns, glaube ich, alle eine große Freude, hier sein zu dürfen und für eine so großartige Veranstaltung heute Abend auf dem Weg zum Kulturhauptstadt Europa 2025. Und ich glaube schon, dass das Magdeburger Recht ein wichtiger Baustein sein wird für die Bewerbung der Landeshauptstadt Magdeburg. Ich darf Sie herzlich begrüßen heute Abend hier. Mein Name ist Georg Wanderau und ich werde Sie durch den Abend ein bisschen führen, moderieren. Es ist mir eine große Freude und ich darf Ihnen jetzt dem Vereinsvorsitzenden Hugo Böck, der Ihnen einen Kurzvortrag nochmal über die Ziele des Vereins zeigen wird. Und im Anschluss, ich freue mich außerordentlich, dass der Professor Dr. Puhle heute Abend da ist und sein Grußwort an uns richten wird. Viel Spaß. Meine Damen und Herren,
Wir haben ja nun inzwischen alle begrüßt, nur einen noch nicht, unseren Ehrenvorsitzenden Herrn Thomas Veil, den ich hier ganz besonders an dieser Stelle noch einmal nennen möchte, weil er eigentlich derjenige ist, der dazu beigetragen hat, dass es diesen Verein überhaupt gibt und dass wir uns diesen Zielen, die wir nachher auch noch mal erläutern werden, auch dann entsprechend in der Zukunft stellen wollen. Wenn Sie jetzt hier auf dieses Bild schauen, hat unser Verein ein Motto: historisch, international und lebendig. Das ist das Motto für das Denkmal, was wir vorhaben, hier zu schaffen. Wir gehen mal etwas zurück. Am 15.11.2010 fand ein Volksstimmeforum statt zur Problematik Ulrichskirche, Neubau und so weiter und so fort. Viele von Ihnen können sich an dieses Problem erinnern. Fast am Ende dieser Veranstaltung war der letzte Redner eben Thomas Veil, der dort gesagt hat, wir brauchen nicht vergangene Steine und so weiter, sondern wir brauchen ein Denkmal für etwas, was historisch ist, was auch international ausstrahlt und ausgestrahlt hat. Und das wäre ein Denkmal für das Magdeburger Recht. Und wir alle wussten, dass dieses Denkmal zwar im Ausland durchaus existiert, aber die Magdeburger selbst von dem Magdeburger Recht nicht allzu viel wussten. Das Erste, was kommt, wenn vom Magdeburger Recht gesprochen wird, ist Eike von Repkow. Und das ist eben nicht richtig. Denn es ist ein ganz anderes Rechtsinstitut, das der Eike von Repkow letzten Endes mit dem Sachsenspiegel begründet hat, als das Magdeburger Recht. Wir alle wissen, dass wir heute Kommunalpolitik betreiben und in dieser Richtung lief auch das Magdeburger Recht. Es war das erste Mal letzten Endes, als 1188 wir dieses praktisch als Bürger verliehen bekamen, wo solche Rechte für Handwerker, Handel und so weiter für die Bürger zur Verfügung standen und die Rechtsprechung praktisch auf andere Ebenen gehoben wird. In Magdeburg gab es von diesem Recht nicht sehr viel, also nicht nur kein Denkmal, sondern es ist auch nicht sehr viel übrig geblieben. Daran sind der 30-jährige Krieg, aber auch der Zweite Weltkrieg natürlich mit Schuld. Am 9.11. haben sich dann ca. 26 Menschen zusammengefunden und haben gesagt, wir gründen einen Verein, weil wir wollen, dass hier in Magdeburg dieses Magdeburger Recht auch wirklich ein Thema wird. Und damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass dieses Magdeburger Recht auch wieder in den Mittelpunkt eines bestimmten Tuns und Handelns auch für unsere Stadt gerückt wurde. Am 23.06.2011 hat dann letzten Endes der Stadtrat beschlossen, etwas in die internationale Breite zu gehen, Verbindung aufzunehmen zu unseren Partnerstädten, zu den Städten, die dem Magdeburger Recht oder das Magdeburger Recht übernommen hatten oder denen das übertragen wurde, und haben uns dazu entschieden, zu versuchen, einen Städtebund für das Magdeburger Recht zu gründen. Da wir ein Denkmal schaffen wollten, haben wir uns natürlich nicht einfach auf unsere Füße gestellt und gesagt, wir machen das jetzt einfach so, sondern wir haben dazu einen künstlerischen Beirat berufen. Die Personen sind zum Teil hier anwesend, zum Teil nicht, weil sie auch nicht mehr in Magdeburg sind oder zumindest keine Zeit gefunden haben, durch Auslandstätigkeiten und andere Tätigkeiten hierher zu kommen. Das ist vor allem der Professor Lück, über dessen Vortrag wir uns dann sicherlich sehr freuen werden. Das ist der damalige Beigeordnete
Dr. Rüdiger Koch für Kultur. Und das ist auch der Dr. Dieter Scheidemann, der als Baudezernent natürlich hier helfen konnte. Dazu gehört auch einer, der in der Zukunft mit dem Magdeburger Recht oder in der Vorbereitung des Magdeburger Rechts sehr viel zu tun haben wird. Das ist der Herr Norbert Pohlmann. Und natürlich, das muss man hier auch ganz deutlich sagen, wir haben auch eine Künstlerin dabei gehabt, eine freischaffende Künstlerin, die jetzt natürlich auch Mitglied des Vereins ist, und das ist dann Frau Feil. Im Jahr 2012, im April, übernahm dann der Oberbürgermeister sofort, nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe und ihn gefragt habe, die Schirmherrschaft. Weil damals schon klar war, dass dieses Thema uns noch eine ganze Zeit beschäftigen wird und dass dieses Thema auch ein zentrales Thema sein wird. Wir sind dann auch mit einer Homepage in die Öffentlichkeit getreten. Wir haben alle Möglichkeiten genutzt, in die Öffentlichkeit zu kommen, zum Beispiel beim Rathausfest 3. Oktober, bei der Eröffnung der Bahnlinie 9, wie Sie sehen, hier ein bisschen verkleidet natürlich. Am 11.01. fand dann die erste große Scheckübergabe an unseren Verein statt durch den Lions Club. Dazu muss man sagen, dass Thomas Feil vorher im Lions Club ein Konzert gegeben hat mit zwei anderen Künstlern, das entsprechend einen Anklang gefunden hat und ebenfalls dazu beigetragen hat, unser Verein bekannt zu machen. Auf der Meile der Demokratie waren wir genauso vertreten wie andere Vereine, die sich natürlich für Recht, nicht für Rechts, sondern gegen Rechts, aber für Recht einsetzen. Am 15.06.2013 haben wir dann, nachdem wir längere Zeit diskutiert hatten, wie wir und von wem wir das Denkmal gestalten lassen wollen, Künstler, internationale, bekannte und renommierte Künstler eingeladen und haben mit ihnen die Plätze, die die Stadt uns übergeben hatte und zugewiesen hatte und die Möglichkeiten eröffnet hatte, dass man das machen könnte, diese Plätze angeschaut, haben außerdem noch zum Denkmal insgesamt etwas gesagt. Vielleicht kommt das auch noch von Professor Lück, da will ich jetzt vorsichtig sein. Das heißt, wir haben also Ihnen Informationen zum Magdeburger Recht gegeben. Wir haben Ihnen auch Umfeldinformationen gegeben und hielten das natürlich auch für die würdige Voraussetzung dafür, dass dann entsprechende Denkmalgestaltungen durch diese Künstler eingereicht wurden. Wir haben aber es nicht dabei belassen, wissend, dass das Magdeburger Recht nicht so bekannt ist, wie wir uns das natürlich wünschten, und haben dann in Zusammenarbeit mit der Universität, mit dem Zentrum für Mittelalterforschung und Mittelalterausstellung im Museum hier entsprechend Vorträge organisiert, die teilweise auch sehr ins Detail gingen, aber die vor allen Dingen das historische Umfeld beschrieben haben, in dem das Magdeburger Recht entstanden ist, einschließlich auch baulicher Probleme, die es natürlich damals in diesen Städten gab. Wir wollten erreichen, dass das Magdeburger Recht den Menschen hier auch vom Grunde her bekannt ist und dass sie sich damit auseinandersetzen können, um dann auch zu sagen, jawohl, Magdeburg hatte das Magdeburger Recht, Magdeburg hat das Magdeburger Recht auch nach außen getragen und wir wollen es in Zukunft, dass dieses Magdeburger Recht dazu beiträgt, Magdeburg wieder mehr in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Nicht nur Otto, sage ich einfach mal an dieser Stelle, sondern eben auch das, was wirklich überall in der Welt eine große Rolle spielte. Am 10.10.2014 haben wir dann die Möglichkeit genutzt, die Künstler,
mit ihren Modellen, mit ihren Vorhaben hier in diesem Hause auch vorzustellen. Sie sehen ja, das war eine recht große und umfangreiche Veranstaltung. Es war wahrscheinlich auch kein Fußball im Kommen. Am 14.01.2015 beschloss dann die Mitgliederversammlung und natürlich auf Hinweis und Beratung mit dem künstlerischen Beirat den ersten Platz für den Entwurf von Klaus Buri an Klaus Buri zu vergeben. Und diesen Vorschlag, den Sie auch hier nochmal sehen, der auch vorne dort aussteht, diesen Vorschlag wollen wir dann auch im Stadtrat, aber vor allen Dingen auch den Magdeburger Bürgern unterbreiten. Die Terminkette wird nicht mehr lange sein, sondern ich gehe davon aus, dass es uns gelingt, einen entsprechenden Antrag nach der Sommerpause, so es denn überhaupt eine gibt, dann einzureichen. Hier noch einmal ein paar Skulpturen. Ich hatte schon Sorge, ich gebe das zu, dass der Herr Buri einen Brückenschlag vorschlägt zum Domfelsen. Den hätte ich natürlich als ehemaliger Katastrophenschützer abgelehnt. Das muss ich deutlich sagen. Aber hier mal bekannte Denkmale, die er geschaffen hat für andere Städte. Um auch einen Diskussionen schon ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass da so viel Grünfläche verloren geht. Das ist so eine Diskussion, die sofort an uns herangetragen wurde, nachdem das erste Mal bekannt wurde, dass wir etwas tun wollen. Es sind letzten Endes, Sie sehen das im unteren Teil, ganze 10 Quadratmeter, die wirklich Rasen verloren gehen werden. Denke mal, dass das bei der vorhandenen großen Fläche keine entscheidende Rolle spielen dürfte. Hier verweise ich nur noch einmal auf folgenden Punkt. Der Oberbürgermeister hat das auf seiner Homepage ganz klar veröffentlicht, nachdem er das Vorhaben 2025 Kulturhauptstadt Europas praktisch dargestellt hat, welche historische Bedeutung letzten Endes das Magdeburger Recht hat und dass wir versuchen wollen, auch mit diesem Magdeburger Recht als einen zentralen Punkt, nicht als den einzigen, aber entsprechend auch für Magdeburg zu werben und welche Bedeutung es ja letzten Endes auch hatte. Ich denke, dass wir dem auch in der Zukunft gerecht werden wollen. Und dazu könnte unser Denkmal einen kleinen Beitrag leisten. Aber eben nicht nur das Denkmal, sondern auch die Vorträge, die wir erhalten, die Veröffentlichung des Themas insgesamt. Und mehr möchte ich auch hier an dieser Stelle nicht sagen. Hier ist nur noch einmal eine Ausbreitungskarte für das Magdeburger Recht. Wir wissen, dass es sehr, sehr weit in den Osten hineinreicht. Und vorhin hatte ich ja schon gezeigt, in Kiew steht ein Riesendenkmal. Es ist zur zweiten Wiedereinführung des Magdeburger Rechts damals, soweit ich weiß, gegründet worden. Und wir müssen es ja nicht so groß machen, aber es wäre schon wichtig, wenn wir es an zentraler Stelle haben in Magdeburg, wo die Menschen halt auch vorbeikommen, es auch sehen und sich auch mit diesem Teil der Magdeburger Geschichte beschäftigen können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herr Professor Lück, wir sind jetzt gespannt auf Ihre Ausführungen. Ich habe erstmal ganz entspannt gewartet, was jetzt kommt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Böck als Vorsitzender, liebe Gabriele Köster,
möchte nicht nochmal alle namentlich aufrufen, die bereits genannt worden sind, darf aber ganz speziell auch Herrn Klaus Buri begrüßen, den Künstler, und unseren Kulturausschussvorsitzenden Herrn Oliver Müller, der ja nachher auch einige Worte an uns richten wird. Ich möchte auch die Grüße des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Magdeburg, Herrn Dr. Trümper, Ihnen nicht vorenthalten, der heute Abend aus nachvollziehbaren Gründen woanders sein muss und Sie aber herzlich grüßen lässt. Ich bin gebeten worden, heute Abend als Grußwort sozusagen die Verbindung herzustellen zwischen dem, was Herr Böck gerade zum Thema Kulturhauptstadtbewerbung Magdeburg 2025 und dem Thema Magdeburger Recht schon gesagt hat. Und das mache ich gerne. Dazu möchte ich zunächst einmal Sie ganz kurz auf den Stand bringen, was das eigentlich bedeutet, wenn eine Stadt sich zur Kulturhauptstadtbewerbung bekennt. Auch wenn viele von Ihnen das schon wissen, alle wissen es immer dann doch nicht. Und ich höre dann doch immer wieder, Mensch, das wussten wir gar nicht, gut, dass das mal so gesagt wird. Also die Kulturhauptstadt Europas gibt es seit 1985. Diese Idee ist damals entstanden, eigentlich von Jacques Lang und Melina Mercury hervorgebracht. Melina Mercury war damals die Kultusministerin in Griechenland, Jacques Lang in Frankreich, die gesagt haben, Europa ist nicht nur Gurkenkrümmung, Bananenkrümmung und gemeinsame Währung möglicherweise eines Tages und Wirtschaftsfragen, sondern es ist eben auch ein großer Kulturraum, der viel stärker in das Bewusstsein der europäischen Bevölkerung muss, damit auch so etwas wie eine europäische Identität wächst. Und dann sind die großen Städte wie Athen, Paris und so weiter, die man alle kennt, die Jahre ab 85 Kulturhauptstädte geworden, bis dann ab 1990 der Wettbewerb etwas begonnen hat, seinen Charakter etwas zu ändern. Da wurde Glasgow, die alte Arbeiterstadt mit ihren Transformationsprozessen und Problemen, zur Kulturhauptstadt Europas. Und seitdem verändert sich dieser Wettbewerb immer mehr in diese Richtung, dass man gar nicht die großen Kulturmetropolen mehr möchte. Das muss ich auch immer wieder sagen, weil ich immer wieder höre, Magdeburg, Kulturhauptstadt Europas, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn man weiß, wie der Charakter dieses Wettbewerbs ist und wie er sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, das ist schon sehr deutlich, dann kann man ganz klar sagen, es ist tatsächlich so, dass gerade beschädigte Städte, von der Geschichte hin und her geworfene Städte, die immer wieder aber den Neuanfang geschafft haben, die sich auch immer wieder sozusagen neu erfunden haben, sich verändert haben und es geschafft haben, mit diesen Rückschlägen umzugehen und damit und wieder etwas Neues daraus entstanden ist, gerade diese Städte haben durchaus eine große Chance, wenn sie ein gutes Konzept vorlegen. Und deswegen sind wir guten Mutes, dass die Entscheidung des Stadtrates von 2011, die dann nochmal letztes Jahr erneuert worden ist, im Jahre 2015, dass sich unsere Stadt bewerben wird für den nächsten Wettbewerb, wenn Deutschland dran ist, das ist 2025, den Hut in den Ring zu werfen. So sind wir auch personell ausgestattet worden und materiell durch die Stadtratsentscheidung von 2015. Wir werden also ein Organisationsbüro aufbauen. Wir haben auch ein wenig Geld in die Hand bekommen, um bestimmte Projekte zu fördern, ganz speziell auf diese Bewerbung hin. Wir werden mit einem anderen Land zusammen, das ist jetzt das Prinzip bis 2033, in diesem Fall Slowenien, die Kulturhauptstadt stellen. Also Slowenien wird eine Kulturhauptstadt stellen im Jahre 2025, Deutschland eine Kulturhauptstadt 2025, ein altes Mitgliedsland und ein neues Mitgliedsland, so ist jetzt dieser Rhythmus, der von der EU so festgelegt worden ist. Und wir werden 2019 die Bewerbung einreichen müssen, wie alle anderen deutschen Städte, die sich bis dahin entschlossen haben, diesem Wettbewerb zu beteiligen. Wir gehen momentan davon aus, dass im Herbst 2019 die sogenannte Pre-Selection stattfindet, die Vorauswahl, wo alle 10, 15 Städte, vielleicht auch noch mehr,
ohne jede Länderentscheidung. Früher war das so, also als die Ruhr 2010 gelaufen ist, im Vorfeld mussten sich die Städte, die in die Endauswahl kamen, erstmal in ihren Bundesländern durchsetzen. Halle gegen Dessau, Essen gegen Köln und gegen Münster, also Nordrhein-Westfalen. Heute ist das anders. Wir sind also auf jeden Fall dabei, wenn es in Berlin dann darum geht, dieses sogenannte Bitbook, dieses Bewerbungsschreiben, diese große Bewerbung, das ist ein großes Konzept, auf Englisch zu verteidigen und Fragen dazu zu beantworten. Dann bleiben ungefähr ein Viertel der Städte, die sich beworben haben, übrig, so circa. Man weiß das vorher nicht so ganz genau, die legen sich nicht fest in der Jury, sondern es hängt von der Qualität der Bewerbung ab. Und dann können drei Viertel sozusagen wieder nach Hause gehen und sich überlegen, was sie möglicherweise trotzdem noch verwirklichen von dem, was sie in dieser Bewerbungsschrift entwickelt haben, in diesem Konzept. Und das andere Viertel wird in die Endauswahl, in die Final Selection, auf die sogenannte Shortlist genommen. Hat dann nochmal ein halbes Jahr Zeit, nochmal ein überarbeitetes Konzept vorzulegen, weil alle kritische Anmerkungen bekommen. Dann gibt es sozusagen Hausbesuche. Die Jury schaut sich zum ersten Mal dann die Städte auch an, die sich beworben haben, und wahrscheinlich im Herbst 2020 wird dann die Entscheidung sehr schnell fallen nach einer nochmaligen Anhörung, und dann wissen wir, wer Deutschland vertreten wird 2025, wenn es darum geht, die Kulturhauptstadt zu stellen. Die deutschen Kulturhauptstädte waren bisher West-Berlin 1988, ein bisschen unbemerkt damals von der europäischen Öffentlichkeit, gebe ich zu. Ich habe es gar nicht so richtig damals mitgekriegt. Dann 1999 Weimar, 2010 Essen und das Ruhrgebiet mit 53 Städten und ich glaube 6,7 Millionen Einwohnern insgesamt. Das ist natürlich ziemlich gigantisch gewesen. Und wie gesagt, 2025, da wird die Stadt noch gesucht. Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Warum macht man das? Die Kulturhauptstadt Europas, ich hatte es vorhin schon erwähnt, man hat es jetzt ein bisschen nochmal präzisiert. Warum wollen wir Kulturhauptstädte Europas? Es soll der Reichtum und die Unterschiedlichkeit der Kulturen in Europa herausgestellt werden. Es soll das Bewusstsein der Europäer geschärft werden, zu einem gemeinsamen Kulturraum zu gehören. Es soll der Beitrag der Kultur an der Entwicklung der Städte gestärkt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses große Event eine hervorragende Gelegenheit bietet für die Erneuerung von Städten, das internationale Profil der Städte zu schärfen, das Image der Städte in den Augen der Einwohner zu verbessern, neues Leben in das Kulturleben der Städte zu bringen und den Tourismus zu fördern. Das sind im Grunde die Ziele. Es ist also so eine Art Runderneuerung der Städte. Sie können sich vorstellen, dass es deswegen auch ein ganz schön großes Projekt ist und dass man auch ziemlich viel Geld in die Hand nehmen muss, wenn man das nachher dann auch tatsächlich geworden ist. In diesem Zusammenhang, jetzt komme ich langsam auf das Magdeburger Recht zu sprechen, spielen historische Themen eine Rolle. Die Frage der Geschichte der Stadt, der Kultur der Stadt, die sich über 1200 Jahre in unserem Fall entwickelt hat, immer im Zusammenhang mit Europa, das lässt sich überhaupt gar nicht trennen und im Falle des Magdeburger Rechts schon gar nicht. Aber man muss ganz deutlich sagen, alles, was man an Geschichte, alles, was man an Kultur, alles, was man an großartigen Baudenkmälern in der Stadt hat, ist nur das Fundament, auf dem man steht. Das wird nicht bewertet. Das wird ganz klar wird aus den Juryentscheidungen der letzten Zeit deutlich. Sie entscheiden ganz klar, was macht ihr aus dem, was sozusagen die Geschichte euch übergeben hat, für die Zukunft. Was bedeutet das für die Zukunft? Also was wir hier machen, ist kein historisches Projekt, sondern alles, was wir auch historisch und an anderen Themen bewegen innerhalb unserer Bewerbung, muss den Bogen in Gegenwart und vor allem Zukunft finden und muss sozusagen daraufhin entwickelt werden, was es uns für die Zukunft bringt. Und da haben wir natürlich vier historische Themen, die vorläufig im Fokus stehen. Das ist das Magdeburger Recht, daraus folgend ein europäisches Kulturmanifest. Es sind die schon angesprochenen Zerstörungen Magdeburgs, die Transformationsprozesse. Es ist die klassische Moderne, die gerade in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem Bauhaus in Dessau eine große Rolle spielt, und die Industriegeschichte Magdeburgs. Das ist aber vorläufig so definiert worden, denn wir sind gerade in der Gründung von sogenannten Kulturbeiräten, die
und zwar 5 Beiräten, die verschiedenen Themen sozusagen sich nähern sollen in diskursiver Form und im Herbst 2017 erste Ergebnisse auf den Tisch legen. Aus diesen Bausteinen wollen wir dann unser Konzept zusammenbauen. Das erste Thema ist Cultural Mapping. Entschuldigen Sie die Anglizismen, aber ich muss schon langsam trainieren für 2019. Deswegen kann ich Ihnen das nicht ganz ersparen. Cultural Mapping heißt im Grunde genommen eine Bestandsaufnahme der Kultursituation in der Stadt. Das ist sozusagen ein Fachausdruck, der in dieser Szene sehr gängig ist. Man will erst mal schauen, was gibt es für Kultureinrichtungen, was gibt es auch für an Kultur von unten, was gar nicht von der Stadt oder vom Land oder vom Staat insgesamt gefördert worden ist, was sich einfach ergeben hat in der Kunstszene, in der Künstlerszene oder in Stadtteilsituationen. Und in dem Zusammenhang das Thema Partizipation der Bürgerschaft. Wie wird die Bürgerschaft mit einbezogen? Zweites Thema Stadtentwicklung und neue Urbanität. Wie kann man mit Stadtentwicklungsprozessen, die ja jetzt auch gerade wieder in Magdeburg sehr stark angelaufen sind und in den nächsten Jahren sich entwickeln werden, rund um das Thema breiter Weg, Stichwort Blauer Bock oder Südabschnitt, wie kann man da sozusagen die Urbanität in Magdeburg nachhaltig fördern? Drittes Thema Identität und historisches Erbe, da gehört auch das Magdeburger Recht hinein. Das vierte ist die künstlerische Vision, das künstlerische Programm. Was können wir uns mit europäischen Künstlern gemeinsam vorstellen? Und schließlich kulturelle Diversität und Internationalität. Also wie international ist Magdeburg eigentlich? Wie divers sind wir in Magdeburg? Wie ist unsere Gesellschaft sehr homogen, die wir in der Stadt haben? Oder gibt es doch sehr viel mehr Diversität, als wir das von außen manchmal oder auch von innen manchmal so wahrnehmen? Da diesem Thema müssen und wollen wir uns auf jeden Fall stellen. Zum Magdeburger Recht ganz speziell. Der Ausgangspunkt, und da gab es in der intensiven Mitwirkung von Professor Lück ja in den letzten 1,5 Jahren schon verschiedene Kolloquien mit internationaler Besetzung, vor allem aus osteuropäischen Ländern, ist immer schon diskutiert worden, wie können wir dieses Thema in Bezug auf die Ausstellung, die hier im Kulturhistorischen Museum geplant wird, 2019, und wie können wir auch auf das Thema insgesamt, nämlich dieser Verbindung zwischen den Städten, die ja gerade so schön auch auf dieser Europakarte zu sehen sind, wie können wir dieses fördern? Und dazu wird Professor Lück ja gerade wahrscheinlich jetzt auch gleich einige Ausführungen machen. Ich sage nur ganz kurz, dass der Ausgangspunkt in der Tat immer das Jahr 1188 ist in Magdeburg mit dieser sogenannten Stadtrechtsbesserung und dass wir von da aus eben dieses Phänomen haben, dass in 8 europäischen Ländern über 900 Städte existieren, die einmal Magdeburger Recht hatten. Damit ist das Magdeburger Recht das am stärksten verbreitete Stadtrecht in Europa. Und Recht ist nicht nur irgendetwas, was auf dem Papier steht. Es hat etwas mit Lebenseinstellungen zu tun, es hat etwas mit Werten und Normen zu tun, es hat etwas mit der kulturellen Prägung zu tun. Und deswegen können wir mit Fug und Recht sagen, dieses Magdeburger Recht hat Europa mit vorbereitet. Und daraus leiten sich die Fragen ab. Was interessiert uns heute am Magdeburger Recht? Welche Werte beinhaltet es? Was können uns diese Werte heute noch sagen? Welches Bewusstsein, Mitglied der Stadtrechtsfamilie des Magdeburger Rechts gewesen zu sein, existiert in Europa eigentlich noch? Und was können wir aus dem Magdeburger Recht ableiten? Welche Energie können wir für unser heutiges Europa und das Europa des 21. Jahrhunderts gewinnen? Das sind die Fragen, die wir an das Magdeburger Recht stellen und wo wir sehr zuversichtlich sind, dass wir in Form eines Manifests der europäischen Städte des 21. Jahrhunderts auch den Weg in die Zukunft finden mit diesem Recht. Es gibt Themen, die sich ganz modern anhören und die sich mit dem Magdeburger Recht sozusagen in Verbindung bringen lassen. Integration, Freiheit, Schriftlichkeit, Rechtsvereinheitlichung, Religion, Stadttopographie oder Konfliktlösung, Rechtsbruch. Wie geht man mit Konflikten um? Wie hat man das mit im Magdeburger Recht geregelt? Darüber werden wir gleich noch mehr hören. Zum Schluss möchte ich 2 Dinge sagen. Erstmal möchte ich dem Verein ganz herzlich danken für sein Engagement, sein unermüdliches Engagement, was ja auch bereits von Herrn gewürdigt wurde in Bezug auf Herrn Feil, der das ja vor 6 Jahren auf den Weg gebracht hat und schon eigentlich Jahre vorher, glaube ich, so zumindest mit dem Gedanken schwanger gegangen ist, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe und immer wieder darauf hingewiesen hat, wir müssen
mehr machen, damit das Magdeburger Recht in die Erinnerung auch der Mutterstadt dieses Rechts zurückkehrt. Denn komischerweise ist die Erinnerung hier am stärksten verblasst, wenn man das vergleicht mit Städten wie Kiew, mit Krakau, wo wir letztes Jahr waren, oder Breslau, wo diese Erinnerung an dieses Recht noch gelebte Realität ist. Natürlich nicht bei allen Bürgern, aber durchaus bei denen, die in der Kultur dort tätig sind oder in der Politik etwas zu sagen haben. Zweitens, zum Schluss meiner Worte zu der Bewerbung, die wir jetzt auf den Weg bringen. Noch einmal die Ermutigung, wir werden eine sehr gute Rolle spielen können. Es hängt ganz davon ab, wie stark wir die Bürgerschaft aktivieren können in den nächsten Jahren, wie stark und wie qualitativ unser Konzept wird, wie überzeugend das wird. Es liegt also tatsächlich an uns, wie wir die Chance nutzen können, die wir hier uns erarbeiten. Die Stadt Kassel ist gerade dabei zu überlegen, ob sie sich bewerben soll oder nicht. Sie hatten sich schon mal beworben für 2010, erfolglos damals. Und eines der Argumente der Gegner der Bewerbung in Kassel ist nicht nur das Geld, was so eine Bewerbung auch kostet, sondern auch, dass sehr starke Gegenbewerber bereits ihren Hut in den Ring geworfen haben. Da werden drei Städte genannt, das ist Dresden und das ist möglicherweise Leipzig und eben Magdeburg. Und da hätte man wahrscheinlich gar keine Chance. Das kann uns doch ermutigen bei unserer Bewerbung. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auch auf den Vortrag von Professor Lück. Wir danken Ihnen, Herr Professor. Wie immer sehr inspirierend und anregend. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, einige Angaben zu Professor Lück geben zu können. Professor Dr. Heiner Lück ist Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, europäische, deutsche und sächsische Rechtsgeschichte an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Nach der Habilitation an der Universität Halle erhielt Professor Lück Berufungen auf Lehrstühle an der Universitäten Greifswald und Passau. Professor Lück nahm einen Ruf der Universität Halle-Wittenberg an. Von hier aus werden seit mehreren Generationen Forschungen zum Sachsenspiegel und zum Magdeburger Recht durchgeführt. Professor Lück ist ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und leitet das interdisziplinäre Akademieprojekt Das Sächsisch-Magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas mit Arbeitsstellen in Magdeburg und Leipzig. Zusätzlich ist Professor Lück Vorsitzender des Internationalen Scientific Advisory Board am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main. Im Jahr 2011 erfolgte seine Berufung in die Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica in München. Er ist Mitglied eines wissenschaftlichen Beirats der Evangelischen Kirche Deutschland für die Vorbereitung des Reformationsjubiläums im Jahr 2017. Das Forschungsprofil von Professor Lück umfasst ein breites Feld der Rechtsgeschichte. Er ist Mitherausgeber des grundlegenden Handwörterbuchs zur deutschen Rechtsgeschichte, dessen zweite Auflage in 6 Bänden zurzeit erscheint. In seinen Publikationen befasst sich Professor Lück mit der Geschichte des 60-magdeburgischen Rechts, mit der Reformation und dem Humanismus sowie mit der mittelalterlichen und neuzeitlichen Gerichtsverfassung. Professor Lück ist einer der führenden Vertreter der Rechtsikonographie und Rechtsarchäologie in Deutschland. Durch seine Forschungen zur Verbreitung der 60-magdeburgischen Recht entstand um Professor Lück ein Netzwerk unter Beteiligung von Historikern, Rechtshistorikern aus Polen, Ungarn, Litauen, Tschechien, der Ukraine und Russland. Und nicht zuletzt, Professor Lück ist Vorsitzender des künstlerischen Beirats des Vereins Denkmal Magdeburger Recht. Sehr geehrter Professor, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Ich freue mich, dass ich wieder einmal im positiven Sinne in diesen, ja, für manche heiligen Hallen etwas vortragen darf zum Magdeburger Recht, und zwar aus aktuellem Anlass. Warum braucht Magdeburg ein Denkmal des Magdeburger Rechts? Hypothetisch vorweggenommen könnte die Antwort lauten, weil das Magdeburger Recht ein verbindendes europäisches Kulturphänomen sein könnte. Diese Annahme möchte ich im Folgenden etwas erhärten, und zwar mit 15 kurzen und hoffentlich ein wenig überzeugenden Argumenten. Erstens, Europas gemeinsame Grundlagen. Es besteht seit längerer Zeit weitgehend Einigkeit darüber, dass die in Europa lebenden Völker durch gemeinsame Grundlagen miteinander verbunden sind. Dazu gehören natürliche Gemeinsamkeiten, etwa das Klima und die natürliche Beschaffenheit des Lebensraumes. Letzterer wurde seit der Antike auch stets geografisch und damit regelmäßig willkürlich, also begrenzt durch natürliche Erscheinungen der Erdoberfläche, begriffen. Heute ist Europa eher eine Idee als eine geografische Größe, und diese Idee schließt ganz sicher die mehrfach angesprochene Kultur mit ein. Die dennoch heute anzutreffende Auffassung, Europa sei jener Teil der Erde westlich von Asien, der sich zwischen Spitzbergen bis Kreta in Nord-Süd-Richtung und von der portugiesischen Atlantikküste bis zum Ural in West-Ost-Richtung erstrecke, geht auf den schwedischen Geographen Philipp Johann von Strahlenberg 1677 bis 1747 zurück. Hinzu kommen gesellschaftliche Erscheinungen, welche die diesen Naturraum besiedelnden Staaten und Völker initiiert, wahrgenommen, verarbeitet haben. Dazu gehören gemeinsam erlebte Konflikte, Konfliktlösungen, nationale bzw. ethnische Abgrenzungs-, Vereinnahmungs-, Assimilations- und Ausmerzungsstrategien sowie deren Überwindung. Nicht zuletzt sind Sprache und Schrift Kulturelemente, die trotz ihrer Verschiedenartigkeit gemeinsame Wurzeln oder gar gemeinsame Elemente aufweisen. Letztere bilden wiederum wichtige Grundlagen für Kunst und Kultur, womit sich Völker, Volksgruppen, Nationen, Staaten und andere Gemeinschaften jeweils selbst definieren, sich damit zwangsläufig voneinander abgrenzen, auf einer abstrakten Ebene jedoch wieder miteinander verbinden, etwa vermittelt über Religion, Schriftzeichen und so weiter. Diesem Wechselspiel von Einheit und Vielfalt wohnen immer Wertevorstellungen inne. Letztere werden insbesondere im modernen Europa als verbindende Klammern bemüht, etwa die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit, die Toleranz, die Chancengleichheit und weiteres. Zweitens, das Recht als Kulturerscheinung. Neben Sprache, Kunst, Denken, Brauchtum und anderem ist auch das Recht eine Ausdrucksform bzw. ein Teilbereich der Kultur. Es bedeutet Abgrenzung und Verbindendes zugleich. Da das Recht lange Zeit brauchtümlich bzw. mündlich tradiert wurde in Gestalt des Gewohnheitsrechts, hat es von Anfang an Elemente in sich aufgenommen, die für die Lösung der gerade anstehenden Probleme als praktikabel erschienen. Trotz des in Antike und Mittelalter vorherrschenden Personalprinzips, was da heißt, jeder Mensch wird in eine bestimmte Rechtsordnung hineingeboren und wird unabhängig von seinem Aufenthaltsort danach behandelt, und der Existenz ständischer bzw. sozialer Rechtskreise, also etwa Bauern, Bürger, Adel, Handwerker, Soldaten, Kleriker und so weiter, gab es auch stets Verbindendes zwischen diesen Rechtssegmenten.
Wie bei Sprache und Kunst wurden Elemente fremder Rechte übernommen und in die eigene Rechtsordnung implantiert bzw. dieser durch Hoheitsakt einverleibt. Motive und Mechanismen dieses Rechtstransfers waren dabei sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall kam es auch auf dem Gebiet der Kulturerscheinung Recht zur Herausbildung gemeinsamer Grundlagen in Europa. Das bekannteste Beispiel von fundamentaler Bedeutung ist die Rezeption des römisch-kanonischen Rechts, welches während des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit maßgeblich vermittelt durch die Kirche und durch die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Universitäten in die verschiedenen Rechtsordnungen in Europas wiederum in unterschiedlicher Intensität eindrang. Auf dem europäischen Festland eben viel mehr und stärker als etwa in England, wo eine sehr schwache Rezeption dieses römischen Rechts erfolgte. Hierher gehört auch das sächsisch-magdeburgische Recht, welches neben dem römisch-kanonischen Recht Hunderte von Städten und anderen Siedlungen sowie Landschaften in Mittel- und Osteuropa beeinflusst hat. Drittens, Stadtrechte als Avantgarde. Von den im Mittelalter vorhandenen Rechtskreisen, also Stadtrecht, Landrecht, Kirchenrecht, Handwerkerrecht etc., ging vor allem von den Stadtrechten eine zukunftsweisende Wirkung aus. So waren in den Städten die für die Rechtsordnungen auf dem Land typischen Abhängigkeitsverhältnisse aufgehoben, bekannt in dem Rechtssatz Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag. Während im ländlichen Bereich die Existenz von Recht als gegeben angesehen wurde, gingen die Städte früh dazu über, nach aktuellen praktischen Bedürfnissen Recht bewusst zu setzen, in Gestalt von Willküren, Ratsbeschlüssen und Ähnlichem. In Verbindung mit dem vorhandenen Gewohnheitsrecht wurde das Stadtrecht durch die Rechtsanwendung der Städte sowie der sogenannten Oberhöfe und Schöffenstühle lebensnah weiterentwickelt. Aufgrund der Struktur und Funktion früher Handelsplätze lag es nahe, dass insbesondere städtische Belange wie Handel, Handwerk, Friedenssicherung, Besitzgarantien rechtlich geregelt wurden. Modern wirkt auch die Praxis, neu gesetztes Recht, also etwa die Ratswillküren, den versammelten Bürgern als Adressaten und Träger der städtischen Rechtsordnung öffentlich zu verkünden. In den Städten setzte auch früh die Verschriftlichung der Rechtskultur ein, wovon die schriftliche Verzeichnung von Rechtsgeschäften, Gerichtsentscheidungen, Schöffensprüchen etc. in den entsprechenden städtischen seriellen Quellen, also Schöppenbücher, Gerichtsbücher und so weiter, künden. Im Bereich des Strafrechts und Strafprozesses lässt sich eine zügige Verfolgung und Aburteilung von Straftätern konstatieren. Dem Charakter der handeltreibenden Kaufmannsfamilien ist es wohl geschuldet, dass mit den Stadtrechten eine erhebliche Verbesserung der Rechtsstellung der Kaufmannsfrau im Besonderen und der Frau im Allgemeinen erreicht wurde, etwa in Bezug auf die Geschäftsfähigkeit, das Erbrecht, die Absicherung der Witwe und weiteres. Aufgrund der an effizienter Rechtsdurchsetzung interessierten Stadt kam es zu einer spürbaren und zukunftsweisenden Reduzierung der Formalien im Prozess. Schließlich trug die gesamte Stadtverfassung mit der ihr eigenen Balance der Gewalten in der Stadt und über die Stadt erheblich zur Stabilisierung und Verstetigung der städtischen Rechtsordnung bei. Mit der Gründung von Städtebünden schützten sich die Städte vor Übergriffen durch stadtfremde bzw. stadtfeindliche Gewalt. An die Ausstellung von 1996, Hansestädtebünde, sei einmal daran erinnert. Das war eine ganz wichtige Sache zur Formierung eines starken, beständigen städtischen Rechtskreises und Friedensmechanismus. Ein Musterbeispiel für die Zusammenführung der genannten avantgardistischen Merkmale der Stadtrechte stellt das berühmte Stadtrecht von Magdeburg dar, was uns ja alle verbindet. Viertens, Rechtstransfer und Rechtsverwandtschaften.
aufgrund der unübersehbaren Vorteile, die das Stadtrecht gegenüber dem Landrecht hatte, wurden Stadtrechte, in denen diese Merkmale besonders ausgeprägt und lebensfähig waren, von anderen Städten übernommen bzw. begehrt. Dabei waren die Wege dieses Rechtstransfers unterschiedlich. Sie reichen von der gewaltsamen Übertragung, etwa im Gebiet des Deutschen Ordens, über vertragliche Regelungen zwischen Stadtherrn und Stadt, etwa Płock im heutigen Polen, ist so ein Beispiel durch vertragliche Gestaltung, und dann aber die bekannte Übertragung durch ausdrückliche Privilegien durch die Stadtherren, die sogenannte Bewidmung, bis hin zur pragmatischen Anwendung eines brauchbaren Stadtrechts durch die jeweilige Stadt, soweit sie die wirtschaftliche und politische Stärke für eine selbstständige Ausstattung bzw. Nostrifizierung mit einem bestimmten Stadtrecht hatte. Diese Transferprozesse führten dazu, dass viele Städte aufgrund ihres jeweiligen Stadtrechts, das oft lokal bezogen variiert war, mit anderen Städten verwandt waren. Die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts hat für diese Geflechte den Begriff Stadtrechtsfamilien eingeführt und diesen mit den Begriffen Mutterstädte, Tochterstädte, Enkelstädte, Rechtszug an den Oberhof kombiniert. Die moderne Forschung verweist zwar kritisch darauf, dass das eine Idealvorstellung sei, doch ist bislang auch noch kein anderer diese komplexen Erscheinungen umfassender oder gar besserer Begriff gefunden worden. Fünftens, Magdeburg als Ausstrahlungs- und Rückkopplungsort. Eines der wirkungsmächtigsten deutschen Stadtrechte des Mittelalters war das berühmte Stadtrecht von Magdeburg. Es wurde nicht nur hundertfach an andere Städte und Dörfer übertragen, sondern auch von solchen begehrt. Das Stadtrecht von Magdeburg übte eine erhebliche Anziehungskraft aus, die es aus der Sicht der begehrenden Städte umzusetzen galt. Im Rahmen der von Magdeburg aus verlaufenden Rechtstransferprozesse war man sich dessen bewusst, dass das begehrte Stadtrecht einen Namen trägt, das heißt jenen von Magdeburg. Inwieweit immer bekannt war, wo Magdeburg liegt oder was es mit dieser Stadt auf sich hat, war nicht die Frage. Vielmehr ging es um die Inhalte dieses Rechts, die insbesondere die Vorteile einer ausbalancierten Stadtverfassung und für die private Rechtssicherung mit sich brachten und mit dem variantenreich erscheinenden Begriff Magdeburger Recht einer modernen Marke gleich bezeichnet war. Somit hat Magdeburg als Ursprungsort einer unvergleichlich populären wie lebensfähigen Stadtrechtsordnung von der Elbe bis etwa an den Dnieper mit dem großen Punkt Kiew ausgestrahlt. An den Orten, in denen Magdeburger Recht bzw. Varianten desselben galten, war man sich dessen bewusst, dass in der namengebenden Stadt Magdeburg bzw. an den näherliegenden Tochterstädten gediegene Rechtskenntnisse zu diesem Recht vorhanden waren. Vor allem aber gingen beim Magdeburger Schöffenstuhl viele Rechtsfragen ein, wo sie auch rechtskräftig und höchst sachkundig beantwortet wurden. Insofern gab es eine intensive Rückkopplung der Städte Magdeburger Rechts in die sogenannte Mutterstadt des Magdeburger Rechts oder in eine näher gelegene Tochterstadt mit gleichem oder ähnlichem Recht. Breslau wäre ja etwa zu nennen. Diese Praxis ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil man vor Ort nicht aus Machtbehauptung darauf bestand, das Recht um jeden Preis selbst anzuwenden bzw. auszulegen, sondern vielmehr wurde der Sachkunde etwa in Magdeburg oder in Breslau respektvoll der Vorrang eingeräumt. Sechstens, aktuelle Bedeutung des Magdeburger Rechts. Es ist eine unübersehbare Auffälligkeit, dass das Magdeburger Recht, welches von seiner Genesis her in das hohe Mittelalter gehört, noch heute als Erscheinung bekannt ist und durchgängig positiv besetzt ist. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Sie speisen sich vor allem aus der Perspektive der Städte, die ihr Recht als Magdeburger Recht gesehen und erlebt haben. Die Städte sehen retrospektiv in ihrem traditionellen wie aktuellen kollektiven Bewusstsein den Eintritt in die Magdeburger Stadtrechtsfamilie regelmäßig als bedeutendes und zukunftsweisendes Ereignis ihrer Stadtgeschichte an. Von besonderer aktueller Bedeutung ist die städtische Autonomie. Sie war auch im Magdeburger Stadtrecht ausgebildet, freilich nicht nur in diesem, aber hier ganz besonders. Und somit nimmt es nicht Wunder, dass gerade die Städte oder viele Städte Ostmitteleuropas ihr behauptetes und gelebtes, keineswegs selbstverständliches Selbstverwaltungsrecht auf das Magdeburger Recht zurückführen. Ferner bringt die einstige Zugehörigkeit zur Magdeburger Stadtrechtsfamilie weitgehend zum Ausdruck, dass eine Stadt zu Europa gehört. Aus der Sicht vieler ostmitteleuropäischer Städte ist das eine überaus zentrale Frage, die freilich viel mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun hat. Man denke etwa an die Städte in den baltischen Staaten oder an die Städte in der Ukraine. Siebtens, von der Peripherie zum Zentrum. Es fragt sich, warum es gerade die Stadt Magdeburg an der Elbe war, welche ein so qualitätsvolles, lebensnahes, begehrtes und vor allem zukunftsträchtiges, ja noch ein in der Gegenwart virulentes Stadtrecht hervorbringen konnte. Es waren gewiss die Inhalte, doch müssen auch diese Inhalte irgendwo herkommen. Die Rekonstruktion von Provenienz und Konstituierung der inhaltlichen Elemente des Magdeburger Stadtrechts muss in jedem Fall eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen. Es fällt aber auf, dass Magdeburg in der Zeit seiner Stadtwerdung in einer Grenzlage situiert war. Im Diedenhofener Kapitular von 805, in welchem Magdeburg erstmals urkundlich erwähnt wird, ist vom Handel mit den Slawen an der Grenze des Fränkischen Reiches die Rede. Auch nachdem die Ottonen Magdeburg zu einem Zentrum weltlicher und kirchlicher Macht ausgebaut hatten, behielt die Stadt ihre Grenzlage. Von hier aus gingen wichtige Impulse für die Christianisierung der slawischen Gebiete und die Intensivierung der Handelsbeziehungen mit Kaufleuten weit im Osten aus. Diese Prozesse waren von Städtegründungen, die eines Rechtes bedurften, begleitet. Somit hat sich die Grenzlage gewiss auch auf die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts ausgewirkt. In gewisser Weise ist das mit der zweiten, jedoch wesentlich kleineren Stadtrechtsfamilie, nämlich der des lübischen Rechts, vergleichbar. Auch Lübeck weist eine Grenzlage auf am Meer, von wo es seine Handels- und Rechtsbeziehungen vor allem im Ostseeraum entfaltete. Aus dieser Sicht der sogenannten Tochterstädte, aus der Sicht der sogenannten Tochterstädte des Magdeburger Rechts und des Lübecker Rechts bildeten die namengebenden Hauptorte jedoch Zentren der jeweiligen Stadtrechtsfamilie. Insofern fallen hier Peripherie und Zentrum zusammen. Während Lübeck seine zweifelsohne wirkungsmächtige Grenzlage behielt, wurde Magdeburg mit der Ausdehnung des Heiligen Römischen Reiches nach Osten auch im geografischen Sinne ein Zentrum, jedenfalls so etwa im 14. Jahrhundert. Ob und wie das Wechselspiel von Zentrum und Peripherie zur Profilierung des Stadtrechts von Magdeburg beigetragen hat, wäre forschungsmäßig noch zu klären. Achtens, Zentrum mit Zentralfunktion. Augenscheinlich peripher war Magdeburgs Lage wiederum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zunächst befand sich in seiner unmittelbaren Nähe die Grenze zwischen DDR und der Bonner Bundesrepublik Deutschland. Die Beseitigung der Grenze 1990 rückte Magdeburg wieder etwas näher an das Zentrum heran.
Von erheblicher Bedeutung war dann 2004 der Beitritt mehrerer ostmitteleuropäischer Staaten zur EU. Damit war nun von Osten Polen und Südosten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien her wieder der Blick frei auf das immer noch bekannte und berühmte Magdeburg, welches dem Magdeburger Recht nicht nur seinem Namen gegeben hat. Aufgrund der erfüllten Vorgaben für den Beitritt ist nun wieder ein relativ einheitlicher Rechtsraum entstanden, der von Portugal bis an den Fluss Bug, der Grenzfluss zwischen Polen und Ukraine, reicht, von dem sich ein Teil von der Elbe ostwärts bis an die Ostgrenze Polens erstreckt. Aufgrund der historischen Entwicklung, vornehmlich jener im 19. und 20. Jahrhundert, hat der EU-Raum östlich und südöstlich von Magdeburg mehr rechtliche und kulturgeschichtliche Gemeinsamkeiten als mit jenem Rechtsraum, der von den den Altmitgliedern der EU repräsentiert wird. Aufgrund dieser Entwicklung, die auch mit der Rolle des Magdeburger Rechts vor allem in Ostmitteleuropa verbunden ist, erscheint es unter kulturpolitischen Prämissen des modernen Europa geradezu zwingend, dass sich die Stadt Magdeburg ihrer integrierenden Funktion bewusst ist, was sie ja auch tut. Der Kaiser-Otto-Preis ist das leuchtende Beispiel für diese Erscheinungsform in der Moderne. Heute führen viele ostmitteleuropäische Städte die Wurzeln ihrer Selbstverwaltung auf das Magdeburger Recht zurück, was diesem Stadtrecht eine aktuelle, ja auch eine politische Aktualität verleiht. Darüber hinaus lassen sich Wirkungen des Magdeburger Rechts in folgenden gesellschaftlichen Segmente bis in unsere Gegenwart hinein beobachten. Das wäre nach meiner Zählung neuntens Magdeburger Recht und Freiheit. Stadtrecht impliziert eine bestimmte Form von Freiheit. Vor allem betrifft das die Herauslösung von Individuen, nämlich der Stadtbürger, aus den typischen grundherrschaftlichen und anderen feudalen Abhängigkeitsverhältnissen, die das Rechtsleben auf dem Land im Mittelalter beherrschten. Wir sprachen schon davon, Luft macht eigen, Stadtluft macht frei. Zehntens, Magdeburger Recht und Migration bzw. Integration. Das Mittelalter lässt sich auch als Jahrtausend von Migrationen begreifen. Die Migrationsprozesse, ausgelöst durch Krieg, Naturereignisse, Seuchen, Wüstungsvorgängen und Ähnlichem, liefen in sehr komplexen Bedingungsgefügen ab. Eines davon war das heterogen strukturierte Recht. Blickt man auf das Ursprungsgebiet des Magdeburger Rechts und des Sachsenspiegels, also Mitteldeutschland, lassen sich hier rechtliche Muster erkennen, welche zur Integration einwandernder, also fremder Bevölkerungsgruppen führten. Es kamen die Flamen, andere Niederländer, Friesen, Franken, Schwaben hier in unseren Raum, und zwar zunächst nicht durch Assimilation gekennzeichnet, sondern durch Akzeptanz und Beibehaltung der mitgebrachten Rechte und Gewohnheiten. Das ermöglichte vom strukturellen Ansatz her vor allem das in der mittelalterlichen Rechtsordnung vorherrschende Personalitätsprinzip. Auch in anderen Gebieten mit diversen Stadt- und Landrechten vollzogen sich solche im Wesentlichen friedlich verlaufenden Prozesse. Eine Besonderheit des sächsisch-magdeburgischen Rechts besteht darin, dass sich diese Vielfalt sehr früh in weitgehend zusammenfassenden Rechtstexten widerspiegelt. Vor allem musste hier auch das Miteinander von deutschen Siedlern bzw. Stadtbürgern und der ansässigen slawischen Bevölkerung rechtlich sanktioniert und ausgestaltet werden. 11. Magdeburger Recht und Stadttopographie. Das Magdeburger Recht gelangte ab einem bestimmten Zeitpunkt in schriftlicher Form in jene Orte, deren Rechtsordnungen auf dem Magdeburger Recht aufbauten bzw. auf vielfältige Weise Anleihen an ihm nahmen. Immer an jenem Magdeburger Recht,
welches man als solches in dem rezipierenden Ort verstanden hat. Und man verstand in ziemlich jedem anderen der Hunderte von Orten wahrscheinlich immer was anderes und nie das Gleiche. Das macht das aber auch sehr reizvoll und wahrscheinlich auch so lebensfähig im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Dazu gehörten auch jene schriftlich niedergelegten Regeln, welche die Sicherung von Besitz- und Nutzungsrechten an Grundstücken und Gebäude betrafen. Dabei ist vor allem an die rechtliche Unzulässigkeit bzw. Abwehr permanent drohender Eingriffe der Stadtherren und sonstiger Gewalten in individuelle Rechte der Bürger zu denken. Im Zweifel konnten Lesekundige dazu die entsprechenden Artikel nachlesen oder von den Repräsentanten der Stadtkommune darüber Auskunft verlangen. In der Forschung gibt es Beobachtungen, welche auf einen Zusammenhang von Privilegierung mit Magdeburger Recht und eine verstärkt einsetzende Bautätigkeit in den Tochterstädten hindeuten. Im Zentrum scheinen dabei Rathaus- und Schöffenhausbauten, aber auch die Waagegebäude bzw. deren Modernisierungen gestanden zu haben. 12. Magdeburger Recht und Konfliktlösung, das heißt Reaktion auf Rechtsbruch. In allen Gesellschaften gab und gibt es ein von den Regeln abweichendes Verhalten. Wir nennen das gerne Devianz. Für Rechtsverletzungen unterschiedlicher Schwere hielt das sächsisch-magdeburgische Recht bestimmte Konfliktlösungsmechanismen bereit. So wurden nur relativ wenige Delikte mit sogenannten peinlichen Strafen, also Strafen an Körper, Leib und Ehre, geahndet. Regel war vielmehr der materielle Ausgleich und die Wiederherstellung des Rechtsfriedens zwischen Täter und Opfer bzw. Opferfamilie durch Sühne und Buße. Damit einher geht die Beobachtung, dass die meisten Rechtstexte des sächsisch-magdeburgischen Rechtskreises die für den Inquisitionsprozess charakteristische Folter nicht vorsahen oder sogar ablehnten. Bei diesem System der Konfliktlösung verblieben die Städte und Länder des sächsischen Rechts noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, während in anderen Reichsteilen, vor allen Dingen im Süden und Südwesten des Reiches, bereits die Constitutio Criminalis Carolina von 1532 galt und praktiziert wurde. Die Sicherung des Rechtsfriedens als ureigenes Ziel von Recht, Gericht und Verfahren ist nach wie vor aktuell. 13. Magdeburger Recht und Schriftlichkeit. Die Schriftlichkeit ist bis heute kein Wesensmerkmal des Rechts, obwohl sich das spiegelverkehrt darstellt. Es gibt fast nichts, was nicht geschrieben ist, aber Handelsgewohnheiten kennt jeder, und das ist etwa nach Artikel 2 Einführungsgesetz des BGB heute auch geltendes Recht. Die Schriftlichkeit ist also bis heute kein Wesensmerkmal des Rechts. Jahrhundertelang funktionierten die mittelalterlichen Rechtsordnungen fast ausschließlich über orale und symbolisch-rituelle Kommunikation. Erst im 12. Jahrhundert, das man auch das juristische Jahrhundert nennt, setzte die Verschriftlichung von Recht und Verwaltung ein, deren ganz offensichtliche Vorteile diesen Prozess stark intensivierten. Während der Sachsenspiegel, wie viele andere Rechtsbücher in Europa, kurz nach 1200 niedergeschrieben wurde, erfolgte eine zusammenhängende Aufzeichnung des Magdeburger Rechts nicht. Die Schriftlichkeit wurde vielmehr durch die Spruchtätigkeit der Schöffen, also des berühmten Magdeburger Schöffenstuhls und der entsprechenden Kollegien in den Tochterstädten kreiert und praktiziert. In diesem Zusammenhang entstanden Tausende von Schöffensprüchen, Rechtsweisungen und Rechtsmitteilungen in Schriftform. Diese korrespondierten mit der Anlage von Stadt-, Schöffen-, Gerichtsbüchern, Urteilsbüchern, Erbbüchern, Testamentsbüchern, Willkür, wie die alle heißen, welche die rechtlichen Vorgänge, also etwa Besitzwechsel an Grundstücken, Testamentserrichtungen,
Leibgedinge, Eintragungen und Ähnliches schriftlich festhielten. Die ältesten Bücher dieser Art in Deutschland sind eben nicht zufällig, sagen wir mal, aus dem Magdeburger Rechtskreis, nämlich jene Schöffenbücher von Halle und die von Aachen. Das sind die ältesten, die um 1260, 65 einsetzen. Und da ist eben auch interessant die Beobachtung, dass das hier in diesem Raum passiert. Sie sind nicht zufällig im zentralen Geltungsbereich des Magdeburger Rechts entstanden. 14. und vorletztens, das Mittelalter ist nicht nur von religiösen Konflikten, sondern auch von einem friedlichen Nebeneinander der Religionen, jedenfalls bezogen auf begrenzte Siedlungsräume bestimmter Landschaften und Städte, gekennzeichnet. Zu verweisen ist auf die rechtlichen Regelungen im Sachsenspiegel und im Magdeburger Recht bezüglich der Juden. Hinzu kommt die anscheinend wirkungsmächtige sogenannte Judenordnung Markgraf Heinrichs des Erlauchten von Meißen von 1265, welche in zahlreichen juristischen Sammelhandschriften gemeinsam mit dem Sachsenspiegel und dem Sächsischen Weichbild, also diesem großen Buch des Magdeburger Rechts, überliefert ist. Verwiesen sei auch auf die Privilegierung Lembergs, also das heutige Lviv, 1356. Dort lebten mehrere religiös verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammen und ab einem bestimmten Zeitpunkt verklammert durch die Geltung des Magdeburger Rechts für alle dieser Gruppen. 15. und letztens, Magdeburger Recht und Rechtsvereinheitlichung. Das Magdeburger Recht vereinte Hunderte von Städten in Deutschland und Ostmitteleuropa. Diese Rechtseinheit, wobei man ehrlicherweise vielleicht von Rechtsähnlichkeit sprechen muss, aber die Prinzipien waren schon ziemlich einheitlich, also diese Rechtseinheit, Rechtsähnlichkeit war dadurch charakterisiert, dass sie sich auf grundlegende Prinzipien bezog. Die konkreten Regelungen der vielen Städte waren demgegenüber sehr verschieden. Wahrscheinlich führte gerade dieses Wechselverhältnis zwischen gemeinsamen Prinzipien und eigenen ausdifferenzierten Regelungen zu einer hohen Akzeptanz dessen, was wiederum sehr vielfältig und nicht uniformierend unter Magdeburger Recht verstanden wurde. Die durch Zusätze, etwa Willküren oder Abwandlungen erreichte Nostrifizierung machte das Magdeburger Recht durchaus zu etwas Eigenem, wohl weniger durch bewusste rationale Gestaltung, sondern eher durch praktikable Anwendung. Es sei daran erinnert, dass das sächsisch-magdeburgische Recht während des Spätmittelalters und auch noch in der frühen Neuzeit einen relativ eigenständigen Rechtskomplex, viele Territorien und Städte einschließend, im Verhältnis zu dem in ganz Europa dominierenden römisch-kanonischen Recht bildete. Ich komme zum Schluss. Die hier aufgezeigten Zusammenhänge, die bewusst plakativ, verkürzt und auch etwas provokativ formuliert wurden, lassen sich gewiss auch in Bezug auf andere mittelalterliche Stadtrechte, etwa das Lübecker Stadtrecht oder das Nürnberger Stadtrecht, beobachten. Von der Relevanz der räumlichen und zeitlichen Geltung her ist das Magdeburger Recht aber einzigartig. Es ist somit ziemlich fraglos, wie ich finde, in diesem Magdeburger Recht ein europäisches verbindendes Kulturphänomen zu sehen. Die namengebende Stadt Magdeburg für diesen bedeutenden Rechtskomplex, der auch noch nicht ganz erforscht ist, muss man sagen, nicht, sollte im öffentlichen Raum an diese Zusammenhänge erinnern und deshalb braucht Magdeburg ein Denkmal des Magdeburger Stadtrechts, Quod Deus benevertat, was Gott zum Guten richten möge. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Wir haben von Ihnen gehört, Magdeburg braucht auch ein Denkmal. Und
dem Verein hat sich auch entschieden für einen Entwurf und ich freue mich, dass der Künstler Klaus Bühri jetzt seinen Entwurf nochmal vorstellen möchte. Schönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe ja auch einen direkten Bezug zu Magdeburg, denn vor 100 Jahren wurde meine Mutter Gertrude Dinse in Magdeburg geboren. Ich bedanke mich auch nochmal bei Herrn Dr. Feil, dass er mich zu diesem Wettbewerb eingeladen hat. Ich bin sehr gerne dieser Einladung gefolgt. Und wir hatten ja dann die Möglichkeit, durch eine Stadtbegehung uns mit den entsprechenden Räumlichkeiten auseinanderzusetzen. Ich zeige das jetzt hier nochmal in dem Plan. Vielleicht besser als das Modell. Sie sehen also die einzelnen, machen wir das so, genau. Hier ist Magdeburg und auf diesem Balken werden gewisse Daten, die mir Professor Lück freundlicherweise dann noch zur Verfügung stellen wird, zum Magdeburger Recht eingraviert und von dieser Geraden gehen dann auf jeder Seite sechs diese Säulen hervor mit entsprechenden Bezeichnungen der jeweiligen Städte. Und ich möchte ganz bewusst dieses Denkmal als kommunikativen Ort vorstellen, dass die Leute auf Sitzmöglichkeiten miteinander kommunizieren können, alles auf Cortenstahl, die Sitzflächen mit Holz beplankt, sodass man sich also keine schmutzigen Hosen holt, wenn man auf Cortenstahl sitzt. Also ganz. Ach so. Hinten hört man mich jetzt besser? Entschuldigung. Und auf jedem dieser Säulen ist, ja, das ist etwas schwierig, aber ich rede vielleicht auch laut genug. Es halt hier ein bisschen. Also auf jedem dieser Säulen ist dann in einer Rundschale, gut, ist in einer Rundschale wiederum ein kleiner Buchsbaum eingelassen, sodass also auch eine Lebendigkeit in der Anordnung dieses Denkmals. Oder ich halte ja, das ist noch besser. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ja. Ja, also Denkmal Magdeburger Recht. Entworfen habe ich das am 11.11.2013, also das liegt jetzt bald 3 Jahre zurück. Und den Standort, den müssen wir nochmal überprüfen, ob der von der Stadt genehmigt wird. Und ich habe aber mich für diesen Standort entschieden, weil es eine sehr große, schöne Rasenfläche hat und diese Arbeit sich dann wunderschön in diese Rasenfläche integrieren ließe. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir Schritt für Schritt guten Mutes dieses Denkmal so der Öffentlichkeit präsentieren, dass es vielleicht irgendwann dann auch mal Realität wird. Ob das 2025 sein wird, da bin ich ja nun auch schon bald 80 und nicht mehr so lebendig vielleicht wie jetzt, das kann man nicht vorhersagen, aber ich wünsche diesem Projekt ein zuversichtliches und optimistisches eine zuversichtliche und optimistische Perspektive. Herr Professor Lück, nochmal herzlichen Dank auch für Ihren Vortrag.
Und ich denke, wir bleiben, was die Bezeichnung der jeweiligen Städte anbelangt, auch noch in Kontakt. Sie hatten ja auch vorgeschlagen, 3 Städte nicht in deutscher Sprache aufzulisten, sondern in Ukrainisch und sogar in russischer Sprache. Ja, also das fände ich ganz spannend, wenn dann plötzlich 3 Schriftarten erscheinen, die jetzt für uns normal Bürger nicht sofort erschlossen werden kann. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir dieses Denkmal irgendwann in Magdeburg erleben werden. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich nochmal für die Einladung. Wir haben es gehört, den Stadtrat hat auch noch ein Wort mitzureden. Und ich freue mich auch, dass jetzt der Kulturausschussvorsitzende da ist, Oliver Müller. Herr Müller. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für diese Einführung. Meist ist es ja nicht so der Fall, dass wir da mehr als ein Wort mitzureden haben. Insofern, Herr Buri, ist es auch der Stadtrat, der entscheiden muss und nicht die Stadt. Aber trotzdem teile ich gern Ihren Optimismus und bedanke mich natürlich zunächst erstmal gern beim Verein Denkmal für ein Magdeburger Recht, dass ich hier heute mit dabei sein darf und gebeten wurde, einen kleinen Wortbeitrag zu geben aus Sicht des Kulturausschusses, dessen Vorsitzender ich bin, und freue mich darüber sehr, dass Sie heute hier in dieser historischen Stätte auch schon zum wiederholten Mal sich dieses Themas widmen wollen, und bin auch der Meinung, dass Geschichte ja etwas ist, so wie wahrscheinlich auch das Magdeburger Recht, was in einem ersten Zugriff, der oft den Eindruck erweckt, das ist arg lange her. Aber Geschichte, habe ich gelernt, ist unveränderbar. Das finde ich sehr gut. Das ist das Positive daran. Und arg lange her scheint auch schon die Zeitschiene zu sein, wenn ich höre, dass der Verein sich 2011 ja schon auf den Weg gemacht hat und mittlerweile, wie Herr Buri feststellt, ja auch schon 3 Jahre vergangen sind, als sozusagen sein Entwurf sich auf den Weg machte. Nun heißt ja auch ein Stück weit heute dieser Abend überschrieben mit der Überschrift auf dem Weg zur Kulturhauptstadtbewerbung. Und ja, dieser Weg, die Zeit, die da verbleibt, wird auch immer kürzer. Insofern würde ich nur gern dazu aufrufen wollen, tatsächlich nun sich auch den entsprechenden Entscheidungsgremien zu nähern mit einem entsprechenden Antrag oder vielleicht auch mit einer Drucksache, Herr Beigeordneter, damit eben tatsächlich auch mal Nägel mit Köpfen gemacht werden können und sozusagen etwas in den Weg gebracht wird. Kulturhauptstadtbewerbung, wenn ich das an der Stelle auch mit erwähnen darf, ist ja etwas, denke ich, doch ganz Besonderes gewesen. Der Stadtrat hat es, auch das ist schon berichtet worden, 2011 auf den Weg gebracht und die Verwaltung beauftragt, alles dafür zu tun, was notwendig erscheint, um erfolgreich letztlich abschneiden zu können. Es war ein ziemlich einstimmiger Beschluss. Auch das ist ja nicht selbstverständlich bei den vielen Dingen, die wir dort zu entscheiden haben. Umso wichtiger finde ich, dass es so entschieden worden ist. Aber auch da ist nun schon einige Zeit vergangen. Ich weiß, insbesondere die Verwaltung ist da arg dabei, Prozesse in den Weg zu leiten. Aber ich will auch an der Stelle sagen, dass ich darum bitte, darauf zu achten, dass letztlich nicht in Vergessenheit gerät, wer die Kulturschaffenden denn auch sind in dieser Stadt. Dass sicherlich eine Bündelung dieser ganzen Fragen bei der Verwaltung liegen muss, das ist nur gut und richtig. Aber die Kulturarbeit selbst wird ja von den Kulturschaffenden in dieser Stadt erbracht. Und damit ist auch wichtig, und so begreife ich auch Sie hier, die sich ja sozusagen im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements mit einer Frage, Denkmal Magdeburger Recht, auseinandersetzen, dass also auch solche Aktivitäten entsprechend einbezogen werden. Und ich muss an der Stelle auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, dass sich zunehmend Signale häufen aus der ach so freien Kulturszene, die nun endlich auch mal sozusagen ihren Anteil leisten möchte. Da kann es sicherlich gut sein, wenn für das Projekt Kulturhauptstadt
geworben wird, beispielsweise im Rahmen der letztlich vergangenen Leipziger Buchmesse, wo wohl Kutschfahrten mit Bürgermeistern und Beigeordneten veranstaltet werden, zu Werbezwecken dieser Frage. Nur die Entscheidungsträger, die sind dann irgendwie immer in Vergessenheit geraten. Also hier ist arg was sozusagen noch rechtzeitig auf den Weg zu bringen, so wie ich das auch heute hier erfahre, dass man nämlich gemeinsam versucht, was zu machen und dass eben nicht der Eindruck entsteht, dass, was durchaus positiv ist, der Stadtrat Gelder freigibt für die Kulturhauptstadtbewerbung, was also auch außerordentlich wichtig ist, ist ja auch geschehen, dass also auch zusätzliche Stellen dafür geschaffen werden, weil es eben keine Aufgabe ist, die man so nebenbei mal machen kann. Aber es darf eben auch nicht der Eindruck entstehen, dass man sich die Berater sozusagen nun, die sicherlich wichtig sind, einkauft und selbst dann irgendwie mit möglicherweise nicht so sehr eigenen Ideen und Prämissen sich auf den Weg macht. Denn Grundlage, das war mir wichtig, hier heute zu sagen, der Entscheidung des Stadtrates 2011, sich auf den Weg zu machen, Kulturhauptstadt werden zu wollen, war ja die Kulturcharta. Also war ja sozusagen die Zusammenfassung all dessen, was in dieser Stadt, ich sag mal, in den letzten 15 bis 20 Jahren sich gestaltet hat. Woran natürlich insbesondere auch die zuständige Kulturverwaltung einen sehr großen Anteil hat. Aber wir haben ja schon was. Also Cultural Mapping, wie ich höre, sicherlich muss man gucken. Kultur ist ja wie das Leben, immer veränderbar. Es kommt immer Neues hinzu. Manches geht auch, aber eine gewisse Bestandsaufnahme ist uns ja bekannt. Wir wissen ja, was in dieser Stadt passiert und ich möchte darum bitten und vielleicht auch leise davor warnen, nicht alles nur auf diese 45 Minuten Bewerbung, die es nachher gibt, vor einer Jury auszurichten. Viel wichtiger erscheint mir doch, dass wir Projekte mit auf den Weg bringen, die auch nachhaltig sind, die möglicherweise auch einen Plan B in den Blick nehmen, von dem ich nicht hoffe, dass er notwendig sein wird, aber es könnte ja sein, dass wir, ich glaube es nicht, möglicherweise nicht erster Sieger sind und dass dann die Gefahr besteht, dass wir in ein schwarzes Loch fallen. Das darf also nicht passieren, es müssen auch Dinge auf den Weg gebracht werden, die auch sozusagen allein für sich stehen und Sinn machen, weil sie eben kulturell wichtig sind, so wie etwa dieses Denkmal, das eben das Thema Magdeburger Recht aufnimmt, was eben schon seit Jahrhunderten sozusagen Menschen, mehr oder weniger, mein Eindruck in Magdeburg ja in den letzten 50 bis 100 Jahren und noch davor noch weniger. Aber es ist ja etwas, was Bestand hat. Und das ist auch wichtig, was, denke ich, eine Kulturhauptstadtbewerbung ausmachen sollte. Sie sollte bitte nicht, verstehen Sie das nicht falsch, zu einem privaten Prestigeobjekt oder Projekt hauptamtliche Verwaltung werden, sondern sollte Bürgerschaft mitnehmen und insbesondere so wie hier dazu beitragen, dass sich Kulturschaffende zusammenfinden, möglicherweise Netzwerk miteinander, so wie es noch nie passiert ist. Deshalb heißt es ja heute auf dem Weg der Kulturhauptstadt, das ist schön, der landläufig sagt man ja, dass der Weg sei das Ziel. Nun ja, ich meine, der Weg entsteht ein Stück weit auch beim Gehen, wenn man denn mutig genug ist, ihn zu beschreiten und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Dafür wünsche ich Ihnen allen vom Verein viel Kraft und Mut und hoffe, bald im Kulturausschuss oder auch in anderen Gremien des Stadtrates, wie im Stadtrat selbst, darüber entscheiden zu können, was nun konkret mit Ihrem Projekt werden soll. Und würde an der Gelegenheit noch daran erinnern wollen, dass ja der Kulturausschuss dazu bereits insofern einen Beschluss gefasst hat, dass eigentlich nun es an der Zeit wäre, dieses Projekt auch dem Stadtrat in Gänze in würdiger Form vorzustellen. Natürlich wäre das hier heute auch eine würdige Form, aber leider ist es ja so, dass nicht alle Stadträte immer am gleichen Ort vielleicht auch sein können. Bei Stadtratssitzungen sieht das schon anders aus. Darum war die Idee entstanden, nachdem also Herr Böck mit seinen Mitstreiterinnen sich im Kulturausschuss, allen voran auch Frau Dr. Gönschi, wenn ich das sagen darf, hier ja für die Außenstelle der Sächsischen Akademie der Wissenschaften hier in Magdeburg tätig, vorgestellt hat im September, Oktober letzten Jahres, dass wir also einen solchen Rahmen schaffen und also sozusagen dieses Projekt vorgestellt werden kann. Ich würde, Herr Professor Pule, Sie gern bitten wollen, Kraft Ihres Amtes, sich vielleicht auch nochmal dafür einzusetzen, weil eigentlich liegt es ja als Chefsache schon beim Stadtratsvorsitzenden, Herrn Schumann, aber dessen Aufgaben sind ja auch so vielfältig, dass man mitunter das ein oder andere vielleicht vom Schirm verliert. Aber ich hielte es schon für wichtig, nachher nicht nur die Drucksache zu haben. Sie wissen selber, hier sitzen ja auch Vertreter des Stadtrats, ehemalige, so Ehrenstadträte haben wir heute unter uns. Und dann wird das so ein Punkt auf der Tagesordnung unter vielen. Das fände ich möglicherweise etwas schade. Es sollte schon im Vorfeld noch die Gelegenheit gegeben werden, auch allen, zumindest allen, die es wissen wollen, tatsächlich bewusst zu machen, worum es hier im Einzelnen geht. Darum bitte ich Sie zu denken, vielleicht das auch nochmal mitzunehmen zu einem Gespräch mit Herrn Schumann, dem Stadtratsvorsitzenden. Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Kraft und Mut für all das, was uns hier noch erwartet zu dieser Frage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Wenn ich richtig verstanden habe, Sie sind schon dafür, dass wir Kulturhauptstadt Europa werden, oder?
Wunderbar. Das klären wir jetzt gleich nochmal, meine Damen und Herren. Der Vereinsvorsitzende hat mir ein Zeichen gegeben, dass die Zeit sehr vorgeschritten ist und vielleicht draußen ist was aufgebaut. Trotzdem möchte ich dir die vier Herrschaften nochmal trotzdem nach vorne bieten und vielleicht ein oder zwei Fragen nochmal zusammen diskutieren können. Also bitte kommen Sie noch nach vorne. Ja. Herr Burri, natürlich Sie auch. Würden Sie da vielleicht Platz nehmen? Das ist doch im Mittelpunkt. Ich bleibe mal hier kurz am Rande. Ich fange vielleicht hier mit Ihnen an. Bin ich gut zu hören? Ja, wunderbar. 15 Thesen. Ist das vielleicht auch ein möglicher Baustein für die Bewerbung Kulturhauptstadt Europa? Und wie sehen Sie die Chancen? Wir haben von Herrn Müller gerade gehört, er ist zwiespaltig vielleicht. Wie sehen Sie die Chancen aus Ihrer Sicht? Also zu den 15 Thesen kann ich etwas sagen. Es gibt 3 bis 4 Personen im Saal, die kennen diese Thesen. Die sind nämlich Diskussionsgrundlage gewesen für 2 dieser erwähnten Treffen mit unseren ausländischen Verbündeten, mit unseren Partnern. Und die hatte ich damals entwickelt. Und es lag nahe, das hier vorzutragen, weil das in dem Kontext mit der Kulturhauptstadtbewerbung entstanden ist. Herr Puhle hat ja bewusst die Terminologie dankenswerterweise aufgegriffen, die ich dann ausführen konnte. Die Chancen kann ich nicht beurteilen, das ist banal, das kann jeder sagen. Aber wenn Sie mich fragen, will ich auch darauf antworten. Ich weiß, jetzt kann auch nicht rational das sozusagen nebeneinander stellen, wie das Herr Puhle machen könnte, also mit den Erfahrungen der Vorgängerstädte und der, sagen wir mal, die bittere Niederlage erlitten hatten, also so Fehlerdiagnose, weiß ich alles nicht. Aber ich denke, dass Magdeburg mit den Dingen, die ich habe hier versucht zu skizzieren, Grenzlage, Rückkopplung, Daseinsweise und Ausstrahlung im 20. Jahrhundert, dann vor diesem Hintergrund von 2004, die beigetretenen ostmitteleuropäischen Länder haben eine ganz aktuelle Erinnerung an diese Stadt Magdeburg. Also nicht, weil hier viele andere interessante Dinge sind, sondern an dieses Recht, das muss man immer wieder sagen. Ja. Und von daher auch natürlich mit den, sagen wir mal, Schicksalen Magdeburgs im 20. Jahrhundert, aber auch im 17. Jahrhundert, all das, denke ich, ist konkurrenzfähig. Das ist aber ganz laienhaft, weil das nicht so sehr mein Geschäft ist. Ich kann nur versuchen, den Quellenbestand, der ja da ist für diese Ausbreitung des Magdeburger Rechtes, das ist ja objektiviert, so einzubauen in die moderne Sichtweise und Debatte. Und da ich auch ziemlich häufig, kann man sagen, in den entsprechenden Ländern unterwegs bin, weil manche Dinge kriegt man nicht raus mit allen Online-Systemen, da muss man eben ins Archiv nach Kiew oder nach Krakau oder was, kann ich das auch so über viele Jahre natürlich auch aus der Sicht der Verbündeten in diesen Ländern, glaube ich, ein bisschen beurteilen, wie das empfunden wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für die Aufnahme der Konkurrenzstaffette, ja, dass natürlich von Magdeburg aus dieses professionell entwickelte Programm abgewickelt wird, im positiven Sinne. Da sind ja die Startlöcher gegraben und auch schon besetzt. Wir haben aus berufenem Munde davon gehört. Aber es ist auch ganz wichtig, das war auch immer mein Anliegen, sozusagen den Rückenwind aus dieser großen, heute noch jedenfalls vom Bewusstsein her vorhandenen Magdeburger Stadtrechtsfamilie aus Polen, aus Tschechien, aus dem Baltikum, aus der Ukraine, fruchtbar zu machen für diese Auseinandersetzung um den Sieg in dieser Kulturhauptstadtfrage. Vielen Dank. Herr Burri,
Wir haben gehört, Sie sind infiziert mit der Magdeburger Gene, also Ihre Mutter ist hier geboren, also Sie sind eigentlich schon Magdeburger von Geburt an. Sind Sie für Magdeburg, für Kulturhauptstadt Europa 2025? Kann Ihr Entwurf dazu beitragen, dass wir doch gewinnen werden? Ja, das wäre natürlich großartig. Ich hoffe, Magdeburg wird alle anderen deutschen Konkurrenzstädte ausstechen. Und ich noch eine kleine lustige Episode. Also meine Mutter wurde, wie gesagt, hier geboren. Und mein Großvater wurde dann aber relativ schnell nach Hamburg versetzt. Und ich kann mich als Kind noch erinnern, als die Großeltern oder die Großtante, Tante Lieschen und Onkel Erich, zu uns nach Hessen kamen. Da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt und damals hatte man ja überhaupt noch als Kind keine Ahnung von der Trennung DDR und BRD. Aber die Erinnerung, die ist bei mir sehr lebendig geblieben. Und insofern habe ich natürlich, meine Mutter hat dann noch immer von Magdeburg erzählt, obwohl ich dann mehr oder weniger meine Großeltern und meine Mutter in Hamburg besucht habe. Aber ich wünsche dieser Stadt, die ja mit dem Dom eines der schönsten Dome überhaupt hat. Ich liebe dieses Bauwerk, bin auch oft reingegangen und habe fotografiert. Also auch als es noch eingerüstet war, da hat es ja auch einen besonderen Charme gehabt. Das war vor 3 oder 4 Jahren der Fall. Und ja, eine wunderschöne Stadt, die auch für die Kunst sehr viel getan hat und wohl immer noch tut. Ich kann mir also keine andere deutsche Stadt jetzt vorstellen, die so viel Kunst im öffentlichen Raum hat wie Magdeburg. Also ist Magdeburg eigentlich prädestiniert für die Kulturhauptstadt 2025. Das hören wir sehr gerne. Herr Vereinsvorsitzender, Sie sind unermüdlich, Sie klopfen an viele Türen, dieses Denkmal umzusetzen. Wann wird der Fall sein, wo man sagen kann, jetzt können wir beginnen? Wir haben gehört, der Stadtrat hat natürlich ein wichtiges Wort zu sagen, mitzusagen, mitzuentscheiden. Trotzdem, wie sind Ihre Pläne? Ja, ich habe das ja vorhin schon versucht zu sagen, dass wir zumindest erstmal die Zeitschiene so sehen, dass ein Antrag kommen wird und wir in diesem Jahr zumindest nach der sogenannten Sommerpause, die ja auch gar keine ist, aber in dieser Zeit wird nicht allzu viel passieren, aber danach wollen wir zumindest im Stadtrat das versuchen dann durchzubekommen. Und unser eigentliches Ziel ist, dass wir bis zum Jahr 2018, also noch vor der Bewerbung, also in dieser Zeitschiene, hier dann zumindest dieses Denkmal hinbekommen. Das heißt aber, wir brauchen die Magdeburger Bevölkerung, denn es kommt ja nicht von irgendjemandem und auch die Stadt wird nicht... Das heißt, Sie brauchen Spenden. So ist das. Meine Damen und Herren, draußen steht auch eine Spendebox. Also falls Sie noch ein paar Cent über haben und wenn Sie rausgehen, Sie werden natürlich noch ein Glas Wein oder ein Glas Wasser bekommen. Denken Sie an die Möglichkeiten, die Sie heute Abend gehört haben, dass wir auch das Geld gebrauchen können und vielleicht in den nächsten Jahren noch mehr brauchen werden. Und Sie können natürlich auch Vereinsmitglied werden, falls Sie noch nicht sind. Denke ich mal, das wollten Sie sagen, oder? Ja, so würde ich das durchaus ausdrücken. Wir brauchen auch Mitglieder und wir brauchen Multiplikatoren. Menschen, die also sich nach außen hin auch einsetzen für uns. Denn ansonsten wird so ein Denkmal nicht kommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir wollen auch nicht, das haben wir auch von vornherein gesagt, wir wollen nicht in die Stadtkasse greifen, die ja sowieso nicht gerade so üppig ist, dass wir das uns leisten können. Herr Professor Puhle, wir haben es gehört, man braucht doch einen Plan B. Ich glaube, dass Sie haben auch Plan C, aber wir haben auch von der Stadt der Wissenschaft gelernt, dass man viele Bausteine gehabt hat und wir sind jetzt zwar
Sieger der Herzen geworden, 2006. Trotzdem haben wir viel umgesetzt. Und wenn wir übermorgen sehen, wir haben die 11. Nacht der Wissenschaft, mit unglaublich vielen Zuschauern, unglaublich viele Leute, die sich daran beteiligen. Letztes Jahr waren über 15.000. Ich glaube, dieses Jahr, wir haben schönes Wetter, endlich schönes Wetter an dem Abend. Da wird werden ganz viele Leute unterwegs sein. Und es gibt natürlich, meine Damen und Herren, falls Sie um 20.30 Uhr im Fraunhofer-Institut sein können, es gibt nochmal eine sehr gespannte Podiumdiskussion, wie international ist Magdeburg? Und ich habe gehört, wenn ich richtig gehört habe, einer der Bausteine ist Internationalität, Kultur und Internationalität. Die Frage ist jetzt, was nehmen Sie heute Abend mit? Wie kann man das Magdeburger Rechtdenkmal mit einbauen und wie entwickelt sich das in Richtung Internationalität? Also zunächst zu der Frage des Plan Bs. Also der wird sozusagen mitgedacht, aber der kann natürlich nicht tatsächlich jetzt quasi im Anhang mitschwingen und oder verschriftlicht werden. Bleibt in der Schublade. Diese Bewerbungsschrift ist ja nicht jetzt quasi so ein abstraktes Konzept, das 60 oder 80 Seiten umfasst und dann, wenn es nicht funktioniert, am Ende in der Schublade verschwindet, sondern es ist ja Ausdruck von Arbeit von vielen, die hier schon seit Jahren in der Kulturszene so oder so unterwegs sind und das wird jetzt zugespitzt in den nächsten 2-3 Jahren auf dieses sogenannte Bitbook und sind natürlich Projekte dabei, da sind Ideen dabei, die auch schon im Vorfeld der Bewerbung, wie etwa das Dommuseum ja umgesetzt werden, das wird ja 2018 Realität werden im Herbst und auch andere Dinge, die wir mit Sicherheit weiterverfolgen werden, so oder so. Nur man darf das eben auch bei der Bewerbung nicht so sozusagen am Ende dann auch so raushängen lassen, dass man sagt, egal wie ihr entscheidet, wir machen das sowieso, ja, dann sagen die, das ist ja wunderbar, da brauchen wir euch ja gar nicht zur Kulturhauptstadt zu machen, ihr seid ja sowieso schon auf dem richtigen Weg. Also man muss da wirklich dran glauben, dass man das schafft, man muss es wirklich wollen und man muss es auch nachher auch mit Herzblut das Ganze dann betreiben und sollte es dann tatsächlich so sein, dass die Jury sich irrt und eine andere Stadt auswählt. Was ich nicht glaube. Was ich auch nicht glaube, aber Irrtümer sind ja nun mal menschlich und nicht ausgeschlossen. Dann werden wir natürlich nicht in ein schwarzes Loch fallen, aber wir werden sicherlich erstmal enttäuscht sein. Damals bei der Stadt der Wissenschaft war das ja auch so. Das war eine hervorragende Bewerbung. 2. Platz immerhin, aber eben nicht 1. Platz. Aber dann hat man sich aufgerappelt nach einiger Zeit und hat gesagt, komm, dann machen wir trotzdem Dinge aus diesem Konzept. Und es hat sich in der Tat viel entwickelt. Und das wird auch hier der Fall sein. Magdeburg, das war ja der, Herr Müller hat ja darauf hingewiesen, die Kulturcharta 2010 in den Stadtrat eingebracht, 2020 sozusagen mit einer Vision bis 2020 versehen, mit einer Art Bestandsaufnahme der Kulturlandschaft Magdeburgs. Das ist ja schon vorhanden und den Weg haben wir schon etwa vorstrukturiert. Aber wir können diesem Weg natürlich einen erheblichen Impuls geben, wenn wir jetzt diesen Weg weitergeben. Und lassen Sie mich bitte nochmal zu dem Magdeburger Recht sagen. Herr Professor Lück hat das ja vorhin ausgeführt. Die große Chance, die wir mit diesem Recht haben, es ist nicht, dass wir hier eine historische Antiquität vorführen, sondern dass wir zeigen, das ist immer noch im Bewusstsein dieser Länder, dieser Städte verankert, die heute Mitglied, teilweise sogar noch nicht mal Mitglied der Europäischen Union sind, was auch interessant ist. In den EU-Richtlinien für diesen Wettbewerb steht drin, dass Nachbarländer, wie das wären hier in diesem Fall die Ukraine oder aber Weißrussland, ja, wir haben ja Minsk und Kiew und andere Städte in diesen Ländern als Städte des Magdeburger Rechts quasi mit dabei, das sind ja keine EU-Länder, aber dass man die mit einbezieht in einen solchen Prozess und in eine solche Idee, das wird gewünscht, das wollen wir auch machen. Von daher ist das eine ideale Vorlage, aus einer historischen Situation heraus in eine Zukunftsvision hineinzukommen. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, dass sozusagen zugehörig zu sein zu einer Stadtrechtsfamilie, die Magdeburger Recht heißt, ich glaube nicht, dass irgendeine deutsche Stadt ein ähnliches Phänomen vorzuweisen hat bei der Bewerbung jetzt für die Kulturhauptstadt Europas. Das heißt noch nicht, dass wir den ersten Preis schon gewonnen haben, sondern das heißt, dass wir hier eine hervorragende Folie haben, mit der wir umgehen müssen und umgehen können. Aber wir müssen eben noch den sozusagen
den Weg finden, deswegen arbeiten wir ja an der Sache, wie wir das dann so einbringen, dass das auch wirklich verstanden wird von der Jury, nicht als historisches Phänomen, sondern oder auch als historisches Phänomen, vor allem aber als Zukunft, als Zukunftsprojekt. Und ich denke, dass wir den Dialog auch wieder aufnehmen müssen mit unseren osteuropäischen Partnern und Ländern. Ich glaube, da werden Professor Lüpp und ich und Frau Dr. Köster sicherlich auch in naher Zukunft noch intensiv darüber nachdenken, wie wir das also auch schaffen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Herr Böck hat noch das letzte Wort und bitte. Ja, mit dem letzten Wort ist das immer so eine Sache. Das habe ich zu Hause auch nicht. Also will ich auch hier gar Herr nicht Seifert haben. Herr Seifert möchte noch was sagen. Aber vorher. Vorher oder nachher, Herr Seifert? Bevor wir uns dann hoffentlich sehr intensiv austauschen können dort an den Stehtischen, wollte ich mich zumindest bei denjenigen, die hier heute sehr aktiv mitgewirkt haben, bedanken. Und fange natürlich bei unserer Hausherrin, die unseren Verein immer mit großer Zuvorkommenheit begleitet hat, an. Wir bedanken uns und wünschen uns auch eine weitere gute Zusammenarbeit. So, dann haben wir hier natürlich einen, den wir in unserem Verein auch des Öfteren schon begrüßen durften mit eine reicht, der Professor Lück, der uns auch mit seiner Mitarbeiterin Katharin Gönzi immer auch fachlich unterstützt hat. Selbstverständlich auch unseren Künstler, wo wir hoffen, dass wir mit dem Denkmal doch die Magdeburger erreichen können. Und dass dort auf diesem Denkmal eines Tages die Menschen sitzen und sich genau anschauen, worum es hier eigentlich geht, was ist das eigentlich, und natürlich auch einen guten Treff haben in Magdeburg. Ich denke, dass dieses Denkmal durchaus unsere Stadt und vor allen Dingen diese Grünfläche aufwerten könnte. Vielen Dank. Selbstverständlich auch dem Professor Puhle. Wir haben gehört, welche Aktionen noch vor uns stehen, und wir sind uns dessen bewusst, dass unser Verein dazu nur einen kleinen Teil mit beiträgt. So, jetzt habe ich natürlich auf jeden Fall jemanden, den ich nicht vergessen möchte, Frau Feil, die durch ihr Wirken sowohl im künstlerischen Beirat, aber auch mit ihrer Tatkraft beispielsweise bei der Erstellung unserer Homepage mitgeholfen hat, die auch dazu beigetragen hat, dass unsere Flyer entsprechend an die Menschen herankommen. Für ihr Wirken vielen Dank. Ich gebe dann nachher auch noch mal Frau Dr. Köster etwas mit. Natürlich möchten wir uns auch bei bei Herrn Wanderaub bedanken, der uns hier heute mitgeholfen hat und der auch uns natürlich in der Zukunft hoffentlich mit begleiten wird. So, unseren Ehrenvorsitzenden hatte ich zwar vorhin genannt, aber auch ihm natürlich für seine Leistung, die er letzten Endes erbracht hat bei der Entstehung unseres Vereins und der uns auch weiterhin begleiten wird. Vielen, vielen Dank. So, halt, dem Oliver Müller natürlich. Wo ist er jetzt? Da ist er. Das ist ja, ich habe denn heute noch einen kleinen Strauß dafür, meinen Dank an Julia,
die letzten Endes heute auch noch ihren Geburtstag feiert und trotz alledem mitgearbeitet hat. Über Alter reden wir hier nicht. Ja, und dann würde ich Sie bitten, und natürlich können Sie auch gleich nach Hause gehen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht, sondern ich möchte doch, dass wir uns an den Tischen dann treffen, dass Sie einen Tropfen zu sich nehmen und natürlich auch etwas essen können. Aber auf jeden Fall, dass wir ins Gespräch miteinander kommen, wie wir das alles in der Zukunft packen wollen. Vielen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend noch.